Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist und dich für unseren Gedankenaustausch interessierst. Wir haben heute das Thema Vorstellung. Das heißt, wir beide wollen uns vorstellen, aber wir möchten dann danach im Anschluss auch gerne über das Thema Vorstellen sprechen. Ich freue mich sehr, dass ich mit meiner Partnerin, der Lisa, zusammen hier diese Begegnung gestalten darf und begrüße dich ganz herzlich. Hallo, liebe Lisa. Herzlich willkommen, Henriette, und herzlich willkommen an alle, die jetzt da mit uns dabei sind. Ja, ich möchte gerne gleich einsteigen, warum wir das machen, warum wir diese Art von Sessions machen. Das Thema, unser Hauptthema, in dem wir sozusagen alles hineinfassen, soll heißen Bewegung, Kommunikation. Und der Impuls war, dass wir öfters miteinander sprechen, natürlich jetzt online. Wir sitzen auch beide an einem anderen Ort, Henriette in München, ich in der Nähe von Wien. Und wir sprechen und haben unglaublich schöne, bereichernde Inspirationen, Impulse und einen Gedankenaustausch, eine Art von Transformation, die da stattfindet. Und das wollen wir mit euch teilen. Die Idee entstand vor 2 Jahren schon oder vielleicht sogar vor 3 Jahren. Und nun ist es soweit, dass wir gesagt haben, die Zeit ist genau reif dafür und wir werden das jetzt umsetzen. Ja, ich möchte gleich mal beginnen und kurz Henriette vorstellen. Also Henriette ist eine Person, die sehr gut zuhören kann, die für mich ganz geerdet ist und doch so das Wesentliche und das, sagen wir, das Spirituelle und das Erdige auch verbindet. Und sehr aufmerksam erfasst sie Themen und Gespräche, hört gut zu und kann dann dem anderen auch wirklich mit Klarheit helfen, an einen Punkt zu kommen, um auch zu einer Umsetzung zu finden. Und das ist meiner Meinung nach ihre Gabe bei ihrer Arbeit und wir unterstützen uns auch gegenseitig und coachen uns auch gegenseitig und das ist was ganz Schönes, wenn man solche Freundinnen hat und das wollen wir jetzt mit dir teilen. Und nun darf ich wieder übergeben und jetzt bitte schön, magst du mich vorstellen? Ja, ich stelle dich sehr gerne vor. Was ich so gerne an dir mag, ist natürlich deine Kreativität. Du bist ja Künstlerin und deine Bilder sind einfach sensationell, die mir persönlich sehr gut gefallen. Aber es ist auch die Kreativität im Umgang mit dem Leben, im Umgang mit Themen, im Umgang mit Menschen auch und diese Offenheit, die da dahinter liegt. Das mag ich sehr, sehr gerne und das schätze ich einfach auch an dir. Was du auch noch ganz besonders hast, du bist sehr, sehr authentisch und mit dieser Authentizität kannst du wunderbar aus deinem Herzen auf Menschen eingehen. Und das ist natürlich gerade im Coaching-Bereich und auch in der Mediation, die du machst und in der Atemarbeit sehr, sehr wichtig. Ja. Damit, liebe Lisa, das ist so das, was ich schätze an dir. Und ich glaube auch, dass wir das hier in diesen Themen, die wir ja machen wollen, die Vision, die wir haben, Coaching-Themen kostenlos für Menschen zur Verfügung stellen, dass man andere Perspektiven mal wahrnehmen kann, dass man auch mal hört, was andere denken zu einem bestimmten Thema, das vielleicht auch dich persönlich betrifft oder was dich anspricht oder über das, was du immer schon hören wolltest. Das war so unsere Vision und aus dieser Vision heraus sind eben diese Gespräche sollen sich daraus resultieren, sollen daraus entstehen und sollen sich daraus auch nähren. Dann gebe ich an dich zurück. Ja, danke schön. Du hast mir schon ein bisschen was abgenommen. Das stimmt, ich bin Atemlehrerin und Mediatorin und systemische Coach, bin Künstlerin, sozusagen geboren als Künstlerin. Ich habe mir das Gefühl, das kann man nicht werden, das muss man mitnehmen, ob man es will oder nicht. Ja? Wir haben ja auch eine Art von Vielfältigkeit in uns, die dann auch raus muss. Ne? Also kann man gar nicht anders, als diese Kreativität zu leben und weiterzugeben.
Ich war ein Jahr in Asien, als ich sehr jung war, und damals hatte ich diese starken Visionen, was ich in meinem Leben tun wollte. Und das war eben die Arbeit mit der Atemtechnik, mit Menschen und Kindern zu arbeiten und das Kind im Menschen zu aktivieren, zu, wie soll ich sagen, Impulse zu setzen und bei einer Art Transformation zu helfen. Deshalb helfe ich auch beim Coaching, Visionen umzusetzen, deine Kreativität zu finden. Und ich bin eine Reisende, wie Henriette auch. Das werdet ihr vielleicht in unseren Gesprächen immer wieder mitbekommen. Und habe auch viele Projekt- und Ausstellungsreisen gemacht. Und es ist was ganz, ganz Schönes, wenn man sozusagen eine Vision hat, so ganz jung, wie ich war, mit 21, und diese Vision umsetzen kann. Und das ist das, was ich auch unglaublich gern weitergebe, deine Vision zu finden und die dann auch umzusetzen. Und dieses hier, was wir hier machen, ist genau das. Wir sprechen zu dir, die da draußen ist, ja, die sich mit uns verbindet, und wollen dich bewegen, diese Vision zu finden durch unsere Kommunikation und dann auch umzusetzen. Bitte sehr, magst du dich vorstellen, Henriette? Ja, ich nehme gleich das Reisende so auf, weil du das gerade erwähnt hast. Ja, wir sind Reisende. Ich habe auch viele Jahre in unterschiedlichen Ländern gelebt und durfte andere Lebensmodelle, andere Vorstellungen, andere Perspektiven kennenlernen. Ich bin ein sehr spiritueller Mensch. Das ist nicht immer schon da gewesen. Ich war eigentlich so ein Sonnenkind. Es war alles super, es war alles schön. Mein Leben war, ja, es hat sich so ergeben. Es war im Flow, wie man so schön sagt. Und nach dem Tod von meiner Mutter und den Todesfällen von vielen anderen Menschen aus meiner Familie habe ich einen Weg gesucht, wie ich mit diesem Thema umgehen konnte, und bin durch Mentorinnen und Menschen, die plötzlich da waren und mich begleitet haben, in diese spirituelle Richtung gekommen. Und diese spirituelle Richtung, die unterstützt mich heute ungemein. Ich komme nämlich aus dem Leistungssport. Ich bin jahrelang, also ich habe als Kind angefangen, Skirennen zu fahren, und dann bin ich Radrennen gefahren. Und Leistungssport ist ja sehr, sehr zielorientiert. Und diese Zielorientierung ist etwas, was einen sehr unterstützt im Leben. Aber man muss ein bisschen aufpassen, wie bei allem, das Maß der Dinge, ne, der goldene Mittelweg wär so das super Ding, dass man nicht zu sehr durch diese Zielorientierung in die Fokussierung geht und dabei alles andere wegfallen lässt oder auch diesen Tunnelblick bekommt, also nicht mehr den Weitblick, nicht mehr aufmacht und die Möglichkeiten sieht. Und das ist auch was ich gerne dir und vielen Menschen mitgeben möchte, dass es Leben ist eine Balance, und es geht immer darum, diese Balance herzustellen. Ja, ich bin Resilienztrainerin, ich bin Resilienzcoach, ich habe eine Meditations- und Achtsamkeitsausbildung, also ich bin da auch Trainerin drin, und ich bin Lehrtrainerin, also ich bilde Trainer aus, und das ist so mal meine Basis. Ich mache viele Coachings im Bereich, wie kann ich meine innere Kraft wieder erreichen, wie komme ich in meine Energie und wie kann ich meine Lebensfreude, meine Motivation mit in den vielleicht manchmal schweren Alltag nehmen. Ja, und das möchte ich gerne hier dazu beitragen, und freue mich sehr, dass wir das, ja, dass wir das einfach gestartet haben. Ja, das war jetzt mal zu uns beiden. Lisa, hast du noch irgendwas dazu oder wollen wir direkt auf unser Thema kommen? Ja, ich möchte eigentlich jetzt da gar nichts mehr dazu sagen. Also es wird vielleicht so in der Vorstellung jetzt nochmal kommen, weil das Thema, das wir heute euch vorstellen wollen, und dieses Wort, das wir sozusagen in diesen virtuellen Raum stellen, ist eben Vorstellung. Und deshalb kann ich auch das, was ich dazu sagen will, gleich wieder mit dem Vorstellen beginnen, weil das, was wir jetzt tun, das ist ein Wort, das mich sehr beschäftigt, oft auch nach innen gerichtet, weil wir stellen uns Menschen vor, wir stellen uns Situationen vor, und dadurch, dass wir das machen, vergessen wir oft das Wesentliche zu sehen, kommen aus dem Moment hinaus, ja,
da ist auch wieder die Atemarbeit, die mich zu mir führt. Das ist eine Art, die die Vorstellung vielleicht ein bisschen beiseite rückt und können auch wieder den Fokus sehen. Und die Vorstellung, so wie ich sie jetzt wahrgenommen habe, wie du dich vorgestellt hast, Henriette, obwohl ich dich so lang kenne, wir haben uns kennengelernt, weil du Bilder bei mir erworben hast und das ist wieder eine neue Form, wie du diese Worte gewählt hast und das war für mich wieder eine Bereicherung. Und deshalb sage ich auch übers Vorstellen, dass wir achtsam sein müssen, wenn wir jemandem gegenüberstehen, dass wir ihn nicht in dieser Art von, wie wir ihn jetzt wahrnehmen, schon in eine Schublade geben. Und dadurch versäumen wir eigentlich, dass er beweglich bleibt, weil wir sofort eine Person sogar uns selbst so weiterhin vorstellen, wie wir sie einmal wahrgenommen haben. Und das ist sehr, sehr schade, weil es entgeht uns dadurch auch ein Wachstum und eine Bereicherung mit dem anderen. Das ist so meine ersten Gedanken, die jetzt ganz impulsiv gekommen sind. Was ist so deine Definition von Vorstellung? Ja, also ich sehe als erstes jetzt mal in der Vorstellung so diese, ich stelle mich in den Mittelpunkt. Ich möchte mich gerne vorstellen. Das bedeutet, dass man auch ein bisschen innere Kraft braucht, um sich überhaupt zu zeigen, dass man sich erlaubt, sich zu zeigen. Und dass man, also um sich überhaupt vorstellen zu können, muss ich ja vorher reflektiert haben, wer bin ich denn überhaupt? Oder was möchte ich, dass die Menschen da draußen von mir hören? Und in so ein paar wenigen Sätzen kann man natürlich nie ein ganzes Leben hinlegen, aber so einen ersten Eindruck. Und ich fand das ganz cool jetzt von dir und es hat mir gut gefallen, dass du sagst, dass wir oftmals die Menschen dann von dieser ersten, keine Ahnung, 30 Sekunden Vorstellung sofort in eine Schublade stecken und sage, ja, sympathisch, nicht sympathisch oder interessant oder nicht interessant und damit eben diese Beweglichkeit. Das hat mir jetzt gerade bei dir sehr gut gefallen, diese Idee. Ich finde halt, wenn wir uns vorstellen, dann stellen wir uns in den Mittelpunkt und wenn man sich in den Mittelpunkt stellt, dann bedarf es auch so einer Selbstsicherheit irgendwo und einem Selbstwert, das ich nach außen transportiere, schau mal, das ist ein ganz kleiner Teil von mir, den ich dir jetzt gerade eröffne und dich praktisch einlasse in mein kleines Universum. Das würde mir jetzt gerade mal so einfallen. Da kommt mir ein Gedanke und zwar dieses Vorstellen ist ja auch, man muss ja auch mutig sein, um sich vorzustellen, ja, und es ist trotzdem der Moment, wie ich gerade empfinde auch, ich stelle mich vor, ich weiß natürlich, welche Referenzen ich habe, ich mache mir irgendwie Notizen, man stellt sich ja vor einem anderen gegenüber oder auf der Bühne, wenn er sozusagen einen Vortrag hält oder auch in einer Gruppe und es ist total interessant, dass das auch so ein Augenblick ist, weil das kann im nächsten Moment kann einem schon wieder ein Wort, ein Gedanke wesentlicher sein, außer dass man sagt, okay, ich habe die und die und die Ausbildung, selbst da ist es nicht so zentral, sondern es hat ganz viel auch mit Impulse, Emotionen zu tun. Und da gehe ich wieder nur auf dieses Wort, wenn ich mir jetzt sowas davor hinstelle, dann kann ich, wenn ich jetzt jemanden davor stelle, kann ich das Bild da hinten nicht sehen, ne? Und wenn ich das weggebe, sehe ich ja viel weiter, den weiteren Raum. Und das ist, glaube ich, was wir auch im Coaching machen, ja, in unseren verschiedenen Formen des Einzel- oder Gruppencoachings, dass wir versuchen, manchmal die Vorstellungen, die geprägt wurden, also die wir uns halt auch vielleicht manchmal als Schutz sogar davor hinstellen, mal ein bisschen auf die Seite zu schieben und zu sagen, mal schau mal, lass das vielleicht los, es gibt Techniken, um da weiterzusehen und was anderes wahrzunehmen, oder? Also das sehe ich so, nur dass da was davor stellt, mal weg von der Vorstellung von uns. Ja, das ist auch so das ist eben dieser Weitblick, ne? Das ist, wenn du etwas so nahe an dir hast, dann siehst du den Rest nicht mehr. Und es ist auch diese Perspektive, die unterschiedliche Perspektive, die man auch gerne mal über sich einnehmen kann. Also man kann sich da in die Metaposition oder in die Beobachtungsposition mal stellen
und mal schauen, was kommt denn da just in diesem Augenblick überhaupt raus? Weil so wie du auch sagtest, ne, also es kann ein paar Sekunden später fallen mir andere Worte ein und dann erzähle ich was anderes von mir oder das Gleiche aber mit anderen Worten und dadurch nimmt es der Gegenüber ja auch wieder ganz anders auf. Und das ist auch so bei dem Vorstellen, das ist sowas völlig Normales für uns, ja. Also ja, darf ich vorstellen oder kannst du dich mal vorstellen oder so. Aber dass wir einfach mal ein bisschen bewusster darüber nachdenken, was machen wir denn eigentlich, wenn man sich vorstellt. Das heißt, aus meinem Universum gebe ich dem anderen einen kleinen Einblick. Und desto besser ich ihn kenne, desto mehr Einblick lasse ich zu in mein Universum. Aber wie wir alle wissen, bleibt auch immer etwas zurückgehalten. Wir geben ja nie alles preis bei einer Vorstellung. Und was ich ganz wichtig finde, ist, wenn man sich so vorstellt im Business oder auch bei Bekannten oder Freunden oder so, dass man nicht immer nur sagt, ja, ich habe die Streifen hier auf meiner Schulter, ich kann das, ich kann das, ich kann das, sondern auch mal sich überlegt, was bin ich? Was macht mich aus? Was ist das Schöne an mir, dass man auch das mal preisgibt? Ja, das ist, knüpft doch an die Übung, die wir euch geben wollen. Ich will noch einmal kurz was zur Vorstellung sagen, weil ich auch als Kreative, als Künstlerin da auch hinweisen will, wenn ich Leute oft so malen lasse und die können nicht malen oder zeichnen, was nicht existiert, das kann jeder malen und zeichnen, eben wenn da keine Vorstellung ist. Ja? Wenn man einfach beginnt und es wachsen lässt. Und das ist auch so wäre für mich auch das Leben, ja? Dass wir es viel mehr fließen lassen, wachsen lassen und nicht immer im Kopf schon was prägen und denken, naja, aber ich habe mir das auch so vorgestellt, ja? Also, oder der hat sich so vorgestellt, also ist es so. Ich habe mir die Situation so vorgestellt, die muss jetzt so sein. Und so vergessen wir ganz, dass einfach immer alles in Bewegung ist. Und darauf sollten wir schon sehr achtsam jetzt gerade in dieser Zeit sein und wirklich zulassen, dass sich Dinge einfach wandeln, verändern und in Bewegung sind. Ja? Und die Übung, wenn ich schon jetzt zum Abschluss kommen darf, wäre, so wie du schon gesagt hast, stell dir, die du nun zuhörst und die vielleicht auch sagt, ja, interessant, ein gutes Wort, da mache ich mir auch Gedanken, da atme ich mal hinein oder meditiere darüber nach. Frage, wer bin ich? Vielleicht stellst du dich auch vorm Spiegel, vielleicht machst du auch so eine Art Selbstcoaching, schreibst dir auf, wer bin ich? Was kommen für Worte? Oder wie würde mich meine Freundin vorstellen oder meine Tochter vorstellen? Und das ist so eine kleine Aufgabe, die wir nun hier in den Raum stellen. Und wir freuen uns, wenn ihr da dieses Angebot annehmt und schreibt uns auch unten hin, wenn ihr so Aufgaben jetzt euch selbst, wenn ihr das annehmt und diese Aufgaben auch sozusagen ausführt, was das mit euch gemacht hat, was das mit dir gemacht hat. Das ist uns, interessiert uns sehr, weil das führt uns ja dann weiter zu unserem zur nächsten Session. Ja, und da würde ich gerne noch übernehmen, weil wir einfach euch auch Informationen zur Verfügung stellen. Also unter den Videos findet ihr auch unsere Termine. Ihr findet, wir wollen das im Zwei-Wochen-Rhythmus machen, sodass ihr dann euch ein bisschen drauf einstellen könnt, wenn ihr Lust habt, dabei zu sein. Und ihr findet auch die Themen. Also wir werden wahrscheinlich die ersten zwei Themen schon mal einstellen, damit ihr auch sehen könnt, ob euch das interessiert. Vielleicht stellen wir auch noch mehr Themen ein. Es sind einfach so Themen aus dem Alltag, die wir besprechen. Und wir freuen uns auch natürlich, wenn ihr sagt, hey, ich habe da ein Thema, das würde mich interessieren, dann nehmen wir das auch gerne auf. Also schreibt uns, schreibt gerne in den Chat rein oder schreibt uns auch gerne per E-Mail. Die E-Mail-Adressen sind ja auch aufgeführt und kontaktiert uns dann direkt persönlich. Ja, also wir machen das zweimal im Monat und zu Neumond und zu Vollmond stellen wir dann unsere Kommunikation und Bewegungsgespräche hier hinein und freuen uns eben auf eure Fragen und Impulse. Aber was mir noch einfällt, ist die Wertschätzung.
Wenn ihr uns ein Feedback gebt, dann freuen wir uns natürlich sehr. Feedback ist immer gut, weil man auch wachsen kann durch Feedback. Ja, ihr müsst euch vorstellen, das ist sehr spontan hier, was wir machen. Ja, wir bereiten uns nicht vor. Wir sagen, okay, wir sprechen über ein Thema und dann schauen wir, wie wenn man sich unterhält, was sagt der eine, was kommen mir da für Gedanken? Und so bringen wir unsere beiden Coaching-Hintergründe auch ein in diese Themen. Aber wir bitten euch sehr, dass ihr ein wertschätzendes und respektierendes Feedback uns gebt, weil nur mit einem wertschätzenden Feedback kann der andere Mensch auch etwas anfangen und nimmt es auch gerne an. Und ansonsten, glaube ich, Lisa, haben wir soweit alles, oder? Dann ist unsere Zeit auch schon wieder rum. Also wir werden von der Zeit her immer so wahrscheinlich eine Dreiviertelstunde im Gespräch sein, um da auch die Möglichkeit zu geben, dass man ein bisschen mitdenkt, aber es vielleicht dann doch nicht zu lang ist. Aber auch da könnt ihr uns euer Feedback geben. Eben, das ist ja auch so ein Experiment für uns. Und das ganze Leben ist ein Experiment. Also lasst uns das Leben experimentieren. Ja, sehr schön. Das ist ein schöner Abschlusssatz. Ich danke dir, dass du dabei warst. Danke, Lisa, dass wir das heute haben stattfinden lassen können. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal dabei bist. Und danke, dass du zugehört hast. Und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss.